Aha. Von einer Leiter und hat sich dabei mit einem Messer verletzt. Ich schick mal lieber die Polizei mit. Nein. Das ist ja lustig. Wieso? Herzlich willkommen zurück zu 911 Operator, einem weiteren Video zu dem Polizeileitstellenspiel. Und zwar haben wir hier auch schon unsere Streifen aufgestellt, jetzt heute in Albuquerque. Ich weiß, ich habe im letzten Video die Stadt etwas, ja, inkorrekt ausgesprochen. Habe ich dann am Ende auch gemerkt, nachdem ich mir das nochmal durchgelesen habe. Ja, wir sind hier natürlich in Albuquerque, nicht in irgendeiner anderen Stadt, und haben unsere Einheiten hier schon vorgefertigt. Wie wir sehen können, haben wir effektiv kein Geld, müssen uns in einer komplett neuen Stadt zurechtfinden und haben hier folgende Streifenaufstellung. Als Polizist haben wir eine Motorradstreife, nee, zwei Motorradstreifen, zweimal Polizeifahrzeug normal, einen Transporter und das war's praktisch. Dann noch drei Sanitäter und drei Feuerwehrfahrzeuge. Und eins davon ist nicht mal ganz besetzt. Also wir haben auf jeden Fall erschwerte Bedingungen in der neuen Stadt, die komplett anders aufgebaut ist als Miami. Wir haben ja in Miami gesehen, dass die Stadt, ich sag jetzt mal, ja, in Blocks aufgebaut wurde. So weit, so gut hier ja auch. Aber, was natürlich grundlegend anders ist, ist gewissermaßen, ja, die Struktur. Also im Grunde genommen, dass wir in der Mitte nicht einen See haben oder einen Fluss, der entlang fließt, sondern gar kein Wasser praktisch, außer hier die Brücke. Und der linke Teil ist komplett abgeschnitten, deswegen stelle ich mir das hier auch etwas schwieriger vor. Macht aber nichts, weil wir alles unter Kontrolle haben. Jetzt müssen wir erstmal unsere Sachen hier aufteilen. Wir brauchen einen im Süden, einen im Norden, einen Richtung Westen von den Polizeiautos hier. Wir brauchen die Polizeimotorräder in Gebieten, wo man schnell respawnen kann, beziehungsweise schnell wieder wegkommt. Und die Feuerwehrfahrzeuge gut aufgeteilt, sodass die keinen zu langen Anfahrtsweg haben. So, ich denke, das ist eine ganz gute Aufteilung. Den vielleicht noch ein bisschen weiter nördlich. Und dann kann es auch schon losgehen. Schauen wir mal, was uns heute hier auf der Streife so alles erwarten wird. Ist mir, wie gesagt, neu hier in dem Gebiet. Und wir haben direkt einen Einsatz da ganz oben links. Einige Menschen trinken in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich die Frage, wen schicke ich lieber hin? Jetzt habe ich schon das Motorrad hier geschickt. Ist relativ egal, weil die Dinger sind super schnell. Vielleicht geht es hier auch ohne einen Abtransport. Deswegen das Polizeimotorrad soll sich drum kümmern. Noch ein Einsatz. Ein Auto ist über eine rote Ampel gefahren. Da brauchen wir auch was Flottes. Da schicken wir direkt das Polizeimotorrad und die Streifen. Ja, ich müsste eigentlich eine Streife in die Nähe schicken. Da schicke ich den Transport noch mit hin. Für den Fall, dass der betrunken ist oder beispielsweise dann einen Abtransport benötigt. Wir kriegen auch schon noch weitere Meldungen. Eieie, jetzt wird es aber kritisch hier. So. Ja. 911, what's your emergency? Zwei streitende Männer, sie schreien sich gegenseitig an und zerren an ihrer Kleidung. Okay, wo? Okay, where are you calling from? Die Autowaschanlage. Alles klar. Kennen Sie die? Do you know either of these men? No, I have no idea who they are. Haven't seen them here before. Noch nie gesehen. Alle die Kunden verscheucht. Das ist aber kein Notfall praktisch, ne? Haben sie irgendwelche Waffen? They have any weapons? I don't know. Hurry, it's getting violent. Es beginnt brutal zu werden. Guys, calm down, or else the police will come. Are you there, sir? I think they don't want to meet any policemen. They're running to a car. Die fahren zu einem Auto. Black SUV. They're driving away. Ja, jetzt sind sie schon weg. Jetzt ist eh keinen Sinn mehr, wenn wir hinfahren. Ja. Well, in that case, your problem is solved. Okay. Thanks, I guess. Bye. So ist es. Kein Notfall. Ich rufe auch nicht an, wenn keine Gefahr besteht normalerweise. Bei einer Notrufzentrale ist ja logisch. Betrunkener Fahrer verursacht Autounfall. Alles klar. Da bräuchten wir dann wahrscheinlich dringender einen Streifenwagen. Warte mal. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall einen Streifenwagen, weil der muss abtransportiert werden. Hier oben braucht er einen Polizeitransport? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, braucht er nicht. Gut, dann wieder zurück. Wie schaut's hier aus? Feuerwehr. Kommt sofort. Was ist passiert? Ein Teil der Brücke ist eingestürzt. Ohne Unterstützung könnte sie komplett einstürzen. Die Feuerwehr ist unterwegs.
Gar kein Problem, was ist hier? Auch fast erledigt, perfekt. Im Moment haben wir noch die Kontrolle über alles, wir müssen aber die Streifen wieder auf Position kriegen. Ist sonst nicht gut. So, was ist hier los? Eine Gruppe von Vandalen zerstört öffentliches Eigentum. Gut, erstmal eine Streife dahin. Der Rest hat sich dann relativ geklärt. Jetzt hätten wir hier rein theoretisch das... Ne, wir ignorieren den Einsatz. Wir brauchen unsere Streifen für Wichtiges, nicht weil sich da zwei Leute einfach bei einer Autowaschanlage ein bisschen zanken und jetzt so und so nicht mehr da sind. Gut, hier haben wir den nächsten Einsatz. Was ist da passiert? Banden bekämpfen sich mit Schlägern. Okay, da könnten wir womöglich sogar noch Unterstützung brauchen, aber weil sie nur Schläger haben, sollte eine Streife reichen. Neuer Notruf. 911, what's your emergency? Die Küche steht in Flammen, oh Gott. Wo? Where are you calling from? So, was brennt? What's on fire? Küchentuch. Auf den Ofen geworfen, na super. Das Feuer breitet sich schnell aus, ja dann schnell raus, nichts da, schnell raus. Okay. Get yourself and anyone else that's in the house out of the house. Das hat keinen Sinn, wenn die jetzt irgendwie Wasser drauf kippt oder so, dann breitet sich das Feuer natürlich nur aus. Das hat keinen Sinn. So, wir haben hier auch wieder einen Einsatz. Ein Auto wurde auf der Straße stehen gelassen und blockiert den Verkehr. Okay, wir haben da einen Einsatz. Die brauchen Unterstützung. Da oben geht's ab. Jetzt wird geschossen, weil die angegriffen werden. Sind unterwegs. So, Verdächtige im Gefängnis. Dann soll der mal wieder hier hin. Was ist da unten passiert? Oh Gott. Der eine braucht einen Polizeitransport. Haben wir jetzt gerade keinen da? Ist nicht so schlimm. Ein Autounfall, die Ursache muss geklärt werden. Ja, gut. Dann können wir den Transport dahin schicken. Dann kann nämlich das Motorrad darunter, das geht dann schneller. So, ein Auto ist über eine rote Ampel gefahren. Ja, kümmert sich drum. So, hier ist jetzt mittlerweile die Verstärkung eingetroffen und die Sanitäter auch. Das ist sehr gut, weil dann wird das schnell geklärt. So. Wo wird der? Ja, genau, da wird einer benötigt. Der hat den. Gut, noch ein Verletzter. Da brauchen wir dann gleich wieder einen Sunny. Aber der muss dann zurückfahren. So, was ist hier? Eine Person wurde bewusstlos aufgefunden. Ja, kümmert sich schon ein Kollege drum. Jetzt müssen wir nur den da wieder gleich hochschicken. Und schauen, was da oben jetzt los ist. Das Feuer wird gelöscht. Alles klar, perfekt. So, was ist hier? Hier haben wir einen Einsatz. Jetzt haben wir rechts natürlich gar keine Feuerwehr mehr, ne? Außer da oben. Was ist hier passiert? In einem Studentenwohnheim wurde ein Feueralarm ausgelöst. Alles klar. Es gibt einen Unfall in seiner Fabrik. Ein Arbeiter wurde von einem scharfen Werkzeug verletzt. Okay, wo? Coronado Freeway. Okay, irgendwelche Gefahr? Keine Polizei, nur ein Krankenwagen. Aha, von einer Leiter und hat sich dabei mit einem Messer verletzt. Ich schick mal lieber die Polizei mit. Nein. Der ist ja lustig. Wieso? Nein. Jetzt will er mich auch noch bestechen, das wird immer besser. Ja. Nein. Noch mehr Polizeitransport. Und da unten sind neue Einsätze aufgeführt. Eieiei. Gut. Dem schicke ich auch gleich die Polizei rüber. Hier. So, jetzt brauchen wir aber da unten eine Menge Polizisten. Das ist ja der Wahnsinn, was ist denn da los? Schnell der dann zurück zu einer Polizeistation? Meine Güte, da haben wir eine Menge zu tun da unten. So, was ist hier passiert? Die Ursache, okay, die Ursache ist nicht so schlimm. Dann lieber mal den dahin schicken. Verdächtiges Mädchen bot gerade etwas Nettes zum Verkauf an. Gut, da kommen die, da kommt der. Jetzt brauchen wir da einen Sanitäter. Da oben, der muss wieder runter. Und... da unten brauchen wir jetzt dann gleich ein Polizeimotorrad. So, der muss schnell wieder zurück. Den mitnehmen. Okay, also man merkt schon, in der Stadt ist es ein bisschen kritischer. So, der Anrufer wird gerade hier entsprechend behandelt von unseren Polizeikollegen. Zack, da brauchen wir auch jemanden. Da ist nämlich eine Person bewusstlos aufgefunden worden.
So, und der Autounfall, die Ursache wird auch gleich geklärt. Perfekt. So, was sitzt da oben? Wunderbar, die sind fertig. Dass der uns bestechen wollte. Man erlebt immer wieder Neues hier. So, der muss da runter, aber was ist hier? Ein Rasender. Zahlreiche Verkehrsvergehen. Dann lassen wir das Polizeimotorrad da schnell hin. Dann kümmert der sich drum, weil der Autounfall ist ja nur zur Unfallursache sowieso gleich beendet. Der Vorfall. So, da unten, da ist auch was passiert. Spielesüchtiger lehnt es ab, 7 Tage in Folge den Computer zu verlassen. Ah, okay. Krankenwagen ist auf dem Weg. So, nächster Notruf. Ein Überfall, wo? Where did this happen? Around here. Wann? How long ago did this happen? Gerade eben, okay. Do you have any Verletzte? injuries? Ja. Schlimm zusammengeschlagen. Angreifer Are in der your Nähe? attackers still in the area? I have no idea. They ran away somewhere. Where were you hit? Er blutet. Okay. I want you to just stay there and wait until the ambulance arrives. Did they have any weapons? All right, sir. Knarre. We'll take care of it. Just wait for emergency Ich hol services to arrive. das Polizeimotorrad dazu. Ja. We're done here. So, was ist hier unten? Wieder Feuerwehreinsatz. Gut, dass ich den schon runtergeschickt habe in die Richtung. So, Polizeitransport braucht er da für einen einzigen. Ja, den nimmt er noch mit. Da unten haben wir nächsten Einsatz. Das ist noch der Autounfall. Kümmert sich auch gleich jemand drum. So, der Polizist muss mal ein bisschen weiter nach da fahren. Da gibt es einen Einsatz. Brauchen wir zweimal. Gasflasche explodiert. Oh, okay. Sanitäter und Feuerwehr sind auf dem Weg. So, was jetzt da unten? Da fahren die bereits hin. Den schicken wir da runter. Die Ursache muss nämlich geklärt werden. Dann kann der weiter auf Streife. So. Ja, eine Delle im Auto. Ist ja praktisch kein Notfall, aber. Naja. Was ist hier passiert? Oh, Schüsse. Oh Mann, jetzt wird es immer besser. Wir schicken den dahin. Das dauert jetzt eine ganze Weile, bis der da ist, aber anders geht's gerade nicht. Der wird bereits behandelt. Das passt. Ich schicke den hier mit. Wir brauchen dann noch mehr Krankenfahrzeuge eigentlich da oben. Und ein paar mehr Krankenwagen, aber wir haben hier genug zu tun. Wir haben hier genug zu tun. Warte mal, der muss da hoch. Meine Güte. Da wird sich bereits drum gekümmert. Ja, Polizei kann da eigentlich nicht viel machen, ne? Der Polizist soll eigentlich mal weg da. So, warte mal. Der muss aber da bleiben. So, der muss da hoch, weil da wird bei jemandem eingebrochen. Was ist hier? Sofort. Wieso? Was passiert? Flugzeug ist abgestürzt. Alles klar. Gibt's einen Brand? Boah, wir haben jetzt gerade ganz schön viel zu tun hier. Irgendjemand im Haus? Der muss aber da hoch. Frau ist geflüchtet. Okay. Zwei Sitze. Ja, wir schicken einen Sanitäter rüber. Ja, wir machen schon so schnell es geht, aber wir haben gerade viel zu tun, ne? Tut mir leid, aber mehr geht's gerade nicht. So, der ist bereits fertig, quasi fertig. Eieiei, wir brauchen mehr Sanis. Wir haben gerade viel zu wenig Sanitäter da. Ich merke es gerade selber. Wie schaut's denn da aus? Hat der irgendwo in der Nähe ein Ding? Ja, hier, okay, gut, dann kann der direkt da hoch. Die bewusstlose Person ist nicht so wichtig wie hier der Flugzeugabsturz. Und den brauchen wir auch da oben. So, da chemische Gefahr. Okay, da ist irgendwas ausgelaufen. Kümmern sich die anderen drum, die Feuerwehr. Dann brauche ich die Polizei hier in der Nähe. Da oben hat sich der Einsatz erledigt. Okay, ja, wir hatten nicht genug Sanis auch vor Ort. Das ist der Wahnsinn gerade im Moment. Wie viel wir zu tun haben, nur mit Sanitätern. Beziehungsweise wie viel Sanitätsmangel wir haben. So, da wird sich drum gekümmert. Haben wir hier mehrere Verletzte? Nur eine Person verletzt. Da können wir den Sani direkt mit hinschicken. So, da sind die. Da ist der. Ich brauche hier einen Sanitäter. Ja, ansonsten sieht es erstmal gut aus. Schüsse. Na super. Okay, Polizeimotorrad, auf geht's. Der muss sich hier mithelfen. Dann brauchen wir da wahrscheinlich gleich noch einen Sanitäter. So wie ich das sehe. Oder zwei Verletzte im Moment. Ja, zwei Verletzte gehen. So, Verstärkung ist da. Kriegen die den unter Kontrolle?
Zwei Verletzte, gut, dann brauchen wir keinen weiteren Sunny. Weil das Problem ist auch die Schwierigkeit in der Stadt. Hier haben wir die ganzen Krankenhäuser, aber hier haben wir praktisch gar nichts. Hier haben wir nichts. Die ganzen Fahrzeuge müssen dann immer ganz weit wegfahren. Wie man jetzt sieht, die fahren zurück zur Wache, wie weit das ist. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv, ne? Wenn man das mal so sieht. Deswegen eher schlecht auf der Karte und auch eher schwierig. Relativ schwierig. Bewusstlosigkeit kümmert sich der bereits drum. Gut, alles klar. Wir kriegen es auf jeden Fall hier in den Griff gerade. Wahrscheinlich brauchen wir hier dann, ne, zwei Verwundete, ein Toter. Wenn die den transportieren können, dann geht das mit einem Streifenwagen. Ansonsten schicken wir mal einen zweiten dazu, der in der Nähe ist. Weil der kann dann da schneller abarbeiten. Okay. Gut, soweit, so gut. Wir sind gut dabei. Und wie man oben links sehen kann, haben wir auch schon 27 Einsätze erledigt. 27. Das ist nicht wenig. Und die Stadt ist auch nicht gerade leicht. Beziehungsweise in der Stadt hier ist es nicht gerade leicht. So, was ist hier jetzt noch los? Brauchen sie noch die Polizei? Ja, wahrscheinlich. Ich schick mal noch einen Streifenwagen dazu. Ja, habe ich vergessen. Streifenwagen und Polizeimotorrad sind unterwegs. Hier wahrscheinlich wegen dem Angreifer, nehme ich an. Ah, hier die Opfer des Absturzes und der Anrufer selbst. Aussage aufnehmen wahrscheinlich auch noch. Ist unterwegs. Habe jetzt fast vergessen. So. Ja, wegen der Aussage, dachte ich mir schon. Lediglich wegen der Aussage des Anrufers. Aber ansonsten haben wir alles gut unter Kontrolle. Jetzt glaube ich, ist es damit der letzte Einsatz. Ja, war er auch. Und wir haben anscheinend den Einsatz hier oder die Schicht hier gut geregelt. Aber ein Einsatz hat uns Minuspunkte gegeben. Und zwar die Schlange in der Waschanlage. Der Einsatz mit den Leuten, wo sie sich beruhigen sollten. Eine beunruhigte Besitzerin einer Waschanlage meldete eine Schlägerei zwischen zwei Männern. Die Verdächtigen konnten beide könnten bekannte Flüchtige sein, aber aufgrund der Entscheidung des Disponenten konnten sie fliehen. Aha, bekannte Flüchtige. Aha, na gut, okay. Na, ist okay. So, und ansonsten haben wir unsere Einsätze hier ganz gut abgearbeitet. Katze im Baum erfolgreich gelöst. Aber an sich gibt es keinen wirklichen Rufpunkt. Okay. Aber ansonsten haben wir alles andere ganz gut gemacht. Haben auch gut Geld gemacht. 59.000 Dollar in der Schicht. Und sind gut zurechtgekommen. Du wurdest in die nächste Stadt befördert. Drücke OK, um fortzufahren. Ja, gerne. Schauen wir mal, wo uns jetzt das Ganze hin verschlägt. Chicago. Chicago ist die drittbekannteste Stadt der USA. Die Metropole im Staat Illinois ist ein globales Zentrum vieler Branchen. Hm, da bin ich gespannt. Und jetzt ein riesiger Sprung. 2,719 Millionen Einwohner im Vergleich zu 556.000. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, gehen wir mal direkt dann im nächsten Video darauf ein. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal in 911 Operator in Chicago. Bis dahin, macht's gut. Und ciao.